So, wie ihr sehen könnt, das Puzzle ist fertig. Ist gestern Abend fertig geworden. Heute ist der nächste Tag. Wir machen das letzte Puzzleteil zusammen. Das ist der Glasschuh von Cinderella. Tada! Alles fertig. So, hier ist der leere Karton. Jetzt könnt ihr auch sehen, warum ich immer gerne die Puzzleteile im Karton lasse und daraus die ich brauche, raussuche. Der ganze Puzzlestaub ist jetzt hier drin, beziehungsweise der Großteil davon. Und ich kann es jetzt einfach ausklopfen gehen, alles wieder einräumen und kein Puzzlestaub ist mehr da. Außerdem finde ich, kann man nochmal richtig gut sehen, wie wenig Puzzlestaub bei Schmidt eigentlich nur abfällt. Also bei Ravensburger wäre es einiges mehr. Stören tut es mich eigentlich nicht. Wenn die Qualität gut ist, kann von mir aus auch Puzzlestaub drin sein, wenn es nicht anders geht in der Herstellung. Aber während des Puzzles nervt es schon irgendwie, dass man es die ganze Zeit an den Fingern hat. Deswegen puste ich oder klopfe ich es auch manchmal aus der Packung aus, wenn man so zu den letzten kommt. Genau, das Puzzle ist komplett fertig. Es hat Spaß gemacht, das Puzzle zu machen. Es war nicht besonders schwer, also man kam schon voran, aber es ist doch ziemlich einfarbig ab einem gewissen Punkt. Also der Bereich hier oben, die Ecken hier unten und vor allen Dingen dieser große Bereich hier von der Stadt und den ganzen Häusern, Schornsteinen, irgendwie war alles dieselbe Farbe im Karton und ja, man muss so viele nach kleinen Hinweisen schauen oder ausprobieren. Aber im Großen und Ganzen war es echt cool. Es war ein mega, mega schönes Motiv, finde ich. Wie alle von Thomas King oder nahezu alle. Deswegen gefällt mir ja die Reihe so gut oder die Sammlung. Und ich habe am Anfang schon ein bisschen erzählt, diesmal wurden total viele Easter Eggs von anderen Filmen mit reingemalt. Tinkerbell habe ich erwähnt. Schneewittchen hier oben, hier unten ist der kleine Pinocchio und ganz am Ende ist mir noch Peter Pan aufgefallen, der zu einer Maus spricht. Hier oben sieht man die gute Fee ganz leicht, so schimmrig. Und ja, also es sind sehr viele Vögel und Mäuse in dem Puzzle gemalt worden, das finde ich schön. Die Hauptmäuse kennt man ja. Hier auch mit dem Hund spielen sie. Richtig süß. Bin mir nicht sicher, also Cinderella und Schneewittchen haben ja beide hauptsächlich Vögel immer um sie dargestellt. Aber ich glaube, die mit den kleinen Häubchen, die sind speziell für Cinderella und waschen sie morgens. Genau, das ist der Prinz, hat einen Strauß Rosen und natürlich Cinderella. Ist wunderschön. Hier hinten sieht man auch nochmal die Kürbiskutsche und das Schloss. Ganz hier hinten sieht man übrigens auch ganz leicht ihr Vater, also ihr Elternhaus, das die Stiefmutter und die Stiefschwestern ja dann übernehmen, nachdem der Vater stirbt. Und eine kleine Maus. Es ist echt schön. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein bisschen mitgepuzzelt. Ich würde sagen, bei so einem Puzzle würde ich immer wieder die Methode nehmen, dass ich alles dann raushole, wenn ich es brauche. Weil vorher alle Brauntöne auf einen Haufen zu legen, hätte mir auch nicht so viel gebracht. Dann wäre der so groß und ich hätte von vorne hier anfangen müssen. Also ich denke, bei so einer Art von Puzzle, also von den Farbverteilungen her, meine ich, ist das die beste oder die effizienteste Methode. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr habt mitgepuzzelt ein bisschen. Ich freue mich schon aufs nächste Video und macht's gut. Ciao!